hast mir vorhin erzählt, dass ihr, bevor ihr in dieses Studio gehen würdet, dass ihr euch auf diesen Termin in gewisser Weise vorbereiten werdet. Stichwort sozusagen Rückzug ins Ländliche. Wir wollen die Chance nutzen, im August in diesen 3 Tagen natürlich neue Songs zu produzieren, die wir dann natürlich gleich verwenden können. Und da bedeutet das natürlich für uns, wir haben schon sehr, sehr viele Songs als Ideen fertig und müssen das jetzt als Band umsetzen und wollen natürlich diesen ganzen Flow von uns allen wieder einfließen lassen in diese neuen Songs. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir wirklich nur unter uns sind. Und deswegen fahren wir vom 5. bis zum 9. Juli nach Farchow. Das ist ein schönes Häuschen auf dem Feld. Und das ist ein einzelnes Haus und da können wir rund um die Uhr Musik machen, da trinken wir Wein und dann frühstücken wir zusammen und können da bis früh um 5 Musik machen, bis irgendwann jemand umfällt. Und das war auch schon bei der ersten Platte so, dass diese Songs, die du da hörst, dass die so dort entstanden sind, teilweise. Und das hat uns sehr inspiriert und wir haben mittlerweile mitbekommen, dass das für uns die beste Arbeitsweise ist. Und wir wollen natürlich in diesen 3 Tagen so viel wie möglich an Songs schaffen, auch einzuspielen.